so geht, wenn die Sonne lacht. Wenn die Vöglein musizieren, dann ruf ich Hurra! Der Frühling ist da und dann muss ich losmarschieren. Der Bauch und der Kopf stammen an. Überall ringsumher nur ein Blühen und Wangen, die glühen. Überall ringsumher nur ein Scherzen und Herzen von Liebe voll. Zwei Kreuzer. Wer will etwas über sein Schicksal hören? Ihr zwei Kreuzer, gibt mir mein Jockel die Antwort darauf. Na Dirndl, was ist, kommt so ein bisschen näher. Zwei Kreuzer und ihr kennt da vorn, ob ihr heuer noch unter die Haum kommt. Neugierige Dirndln. Möchtest auch ein Glücksspiel? Auch ein Glücksspiel. Okay, Jockel, komm, jetzt zeig, was kannst. So, komm nur, so. So, bitte, mein Fräulein, zwei Kreuzer. Danke vielmals. Sie vielleicht, Dirndl. Was ist mit Ihnen? Ah, nichts. Jetzt bin ich neugierig. Ich auch. An sowas glaube ich nicht. Sei still. Also, in der Kaiserstadt Wien wird sich ihr Schicksal erfüllen. Zwei Männer werden ihren Weg kreuzen. Nein, zwei? So, okay. Ein Künstler und ein Edelmann. Also du, ich muss nach Wien. Ja. Lies weiter. Jetzt ist auf einmal neugierig. Ja. Sie werden einen nahen Verwandten zum Glück verhelfen. Das kann nur meine Tante sein. Du seid Tante in Wien? Ja, freilich. Los, weiter. Sie werden einen Stein ins Rollen bringen. Dabei wird ein hoher Herr entscheidend in die Speichen Ihres Glücksrades eingreifen. Wo wird er hingreifen? In die Speichen meines Glücksrades. Ihre Glückszahlen sind 4, 12 und 79. Also ich muss unbedingt nach Wien. Aber wie denn nur? Frag der Großmutter, ob es das Vorgott gibt. Oder von meinem Wastel. Ja, richtig. Der fährt ja jede Woche nach Wien. Ja, Fritzl! Ich hab keine Zeit. Was? Du, sofort kommst her, sonst reißt er die Ohrwatscheln aus. Da bin ich ja. Wo sind die Ansichtskarten von meiner Nichte? Die möchte nachschauen, wann es ankommt. Und was ist mit den Schrippen? Schrippen? Sag mal, wozu hat dich dein Vater nach Wien in die Lehre geschickt? Damit ich anständig backen lerne. Und damit du anständig Deutsch lernst. Was hat nicht Schrippen, sondern Weckerln. Und das sind Semmeln. Nee, das sind Kaiserbrötchen. Also wenn ich dir sage, das sind Semmeln, dann sind Semmeln. Und das sind Schusterladen. Nee, das sind Dreierbrötchen, das ist ein Hörnchen. Nein, das ist ein Kipfel. Und du bist der Depp. Kipfel, Dacker, Labe, das ist ja chinesisch. Du sei nicht frech, sonst staub! Guten Tag, meine Gnädigste, womit kann ich dienen? Bitte zwei Mondzöpfe. Mondzöpfe? Haben wir leider nicht. Haben wir Gott sei Dank ja. Ach, Mondstriezeln. Wie bitte? Striezeln. Nur wegen der leichteren Aussprache. Bitte schön. Vier Kreuzer, bitte. Danke sehr, danke vielmals. Sehen Sie uns bald wieder. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Liebe Tante. Was ist geschehen? Und Sie wollten nur wissen, wann Ihre Nichte ankommt. Ach so, ja. Was schreibt's denn? Treffe im Laufe des morgigen Tages in Wien ein, stand sie. Wird morgens heute, denn die Karte ist von gestern. Gescheiter Bub bist du. Schau, wenn ich nur wüsste, ob das Kind mit der Bahn kommt oder mit dem Wagen. Ja, wenn es ein Kind ist, dann kommt's vielleicht mit dem Kinderwagen. Jetzt gehst du aber zu Lausburg. Stanzi, Stanzi, aufwachen, Endstation, Wien. Wien? Wo ist denn die Stephanskirche? Die schaust du morgen an.
Jetzt rasch zu deiner Tante, sie wartet schon. Ja. Mein Koffer, bitte. Ja, was? Mein Schirm. Schirm? Du bist in der Seite. Ja. Komm, Seite. Komm. Wiedersehen, danke schön. Ja. Der erste Gassen rechts. Nein, Herr Wachmann, ich möchte... Der erste Gassen rechts, dort, wo die vielen Wagen vorfahren. Ja, was soll ich denn da? Na, Sie wollen doch zum Kostümball im Radetzky-Saal. Ich? Nein, ich möchte in die Babenberger Straße 7, bitte. Ach so, ja, dann müssen Sie auch da gehen. Ja, das ist vorbei am Radetzky-Saal. Die Gruppe formiert sich da drüben, Mädchenfräulein. Ich suche die Dame, der das Taschentuch gehört. Ich verstehe, aber bitte, Sie müssen sich einreihen. Der Einzug beginnt sofort. Aber ich muss... Ja, rasch, bitte, rasch, rasch. Hier eintreten und nicht mehr weggehen. Bitte nicht mehr weggehen. Und recht exakt tanzen, so schön wie auf dem Brunnen. Bitte hier eintreten und nicht mehr weggehen. Bitte nicht mehr weggehen. Wo ist denn meine Dame, bitte? Wo ist denn meine Dame, bitte? Die Dame von Wenzel Lobkowitz. Darf ich Sie bitten? Kommen Sie. Jetzt lassen Sie nicht mehr los. Es wird schon gehen. Mit mir zusammen schaffen wir es. Kommen Sie. Eins, zwei, drei. Ich kann doch gar nicht. Ich aber ja, natürlich. Passen Sie auf. Eins, zwei, drei. Aber so tanzen Sie doch nicht. Aber ich kann gar nicht dazu. Vielleicht zufällig die reizende junge Dame, die mit dem Prinzen Lobkowitz tanzt. Leider nein. Ist entzückend. Thank you.
darf ich um einen Walzer bitten? Meinen Sie mich? Ja, ja, ich habe Sie ja schon vorhin bewundert, als Sie unten tanzten. Mich? Ja. Sie sind die Schönste und Ihr Kostüm ist auch das Echteste von allen. Wirklich? Ja, ja, ja. Das habe ich mir selber zusammengeschneidet. Sie schneidet zauberhaft. Ich bin ja ganz hingerissen. Würden Sie mir die Gnade erweisen? Soll ich? Mir die Gnade erweisen, mit mir ein Gläschen zu trinken. Trinken? Ja, gern. Ich habe sowieso einen Riesendurst. Dankeschön. Ist der Hand. Sehr charmant. Süß. Was ist denn da drinnen? Wieso ist was drin? Oh. Dass den Leuten sowas schmeckt. Oh, Sie mögen keinen Champagner? Ach, das ist Champagner? Wie so überrascht? Ich habe noch nie Champagner getrunken. Okay. Das ist auch mein erster Ball. Oh. Ich meine heuer. Freut es mich doppelt, dass ich das Glück habe, der erste Ballpartner zu sein. Wenn die Tante wüsste, dass ich hier allein bin, auf meinem Ball. Sie sind alleine hier? Ja, natürlich. Das dritte Mal schmeckt schon viel besser. Hm. Überhaupt, wenn man weiß, dass es Champagner ist. Also, würden Sie jetzt diesen Walzer mit mir... Pardon. Echt? Bis ins kleinste Detail. Süß. Sogar die Wurst ist echt. Schon wieder zu wenig Salzen. So merkt euch doch endlich mal, wie ich es haben will. Tag, Salzen. Du stehst immer noch herum. 5 Uhr ist. Beeil dich doch. Austragen. Los, los, los. Ruhig. Schau nicht so dumm. Na, Sie nehmen mir das Gebäck immer zu früh aus dem Ofen. Schauen Sie her, ganz weich. Meine Semmel müssen knusprig sein. Und resch und krachen müssen's. Ihr Mannsbilder. Nichts könnt ihr euch merken. Alles muss ich mir allein machen. Was ist denn was? Herr Mistbu, der verliert wieder die ganzen Semmeln. Wie viel hast du jetzt verloren? 5. Komm her. Mach dich kleiner. 5. So, und jetzt raus, marschier. So, da wären wir. Hoppla, hoppla. Der Löwe. Ja, sehe ich recht. Das ist ja die Stanze. Mensch, ist ja kein Kinderwagen. Und jetzt kriege ich noch das Handel. Christian. Aber was ist denn schon wieder, dummer Bub? Entschuldigen Sie, Frau Meisterin, entschuldigen Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Sauber. Jetzt tragst du endlich das Gepäck aus. Schau, dass beide kommt. Aber gib doch die Semmel, die waren doch am Boot. So, los, schnell. Tante! Kind, wo kommst du denn her? Also du, so schön habe ich mir Wien wirklich nicht vorgestellt. Stell dir vor, ich komme gerade an und bin schon mittendrin in einem Ball. Das ist dein Chef? Ja, schön. Ja, sag mal. Sehr schön. Ja, gestern habe ich den ganzen Tag auf dich gewartet und heute kommst du her in der Früh um 5 mit dem wildfremden Herrn und dem Grauberten und... Wie heißt denn der überhaupt? Seppel. Nein, ich meine den Herrn. Ach so, der. Das ist ein Baron, den ich so zufällig kennengelernt habe. Was ist denn? Wo ist denn mein Glückszettel? Glückszettel? Stimmt. Punkt 1 der Prophezeiung hat sich bereits erfüllt. Was denn für eine Prophezeiung? Zwei Männer werden ihren Weg kreuzen, ein Edelmann und ein Künstler. Das war der Edelmann. Mir scheint, du bist so narrischer wie dein seliger Herr Vater. Hab die Großmutter auch. Ja, das kann ich mir denken. Komm, komm. Die lass mich schön grüßen. Wer? Großmutter. Ach, danke schön. Wunderschön. Freut's dir? Mhm. Du, wer ist denn das? Den kennst du? Das ist doch dein Onkel, mein verstorbener Mann. Ach so. Naja. Damals warst du noch ein ganz kleines Kind. Du, Tante, wie lang bist du denn schon Witwe? 8 Jahre. Und warum hast du nicht mehr geheiratet? Komische Frage. Wahrscheinlich, weil ich nicht den richtigen Mann gefunden habe. In Wien, wo es so viele Männer gibt? Du, auf dem Ball gestern, da hat es gerade gewimmelt von Männern. Und noch dazu sehr fesche. Ja, in Wien gibt es sicher fesche Männer. Aber ich hätte gar keine Zeit gehabt, mich umzuschauen. Also, ich sehe schon, da muss ich eingreifen. Und du wirst sehen, ich finde bestimmt den richtigen Mann für dich. Du hast ja ein Schwiepsel. Jetzt leg dich hin und dann werden wir sehen, wie du dich im Geschäft anstellst. Ich darf also da bleiben?
Aber nicht, dass du glaubst, du kannst jetzt jeden Tag auf den Ball gehen. Nein, ich will doch arbeiten. Hoffentlich. Was kannst du denn am besten? Oh, am besten kann ich melken. Na, dann werden wir uns eine Kuh kaufen. Sagen Sie, liebe Frau. Ja, bitte. Wohnt ihr im Haus eine Komtesse mit ihrer Tante? Ja, im zweiten Stock, Tür 7. Aha, danke schön. Bitte. Baron Zorndorf kenne ich nicht. Aber ich lasse selbstverständlich bitten. Frau Gräfin lassen bitten. Danke. Gnädigste Gräfin. Guten Morgen, Baron Zorndorf. Danke. Verzeihung, das ist nämlich... Johann, bitte geben Sie den Flieder in eine Vase. Man weiß vorläufig noch nicht, wem er gehört. Ich wollte eigentlich... Bitte nehmen Sie Platz, Baron Zorndorf. Christian. Gräfin, ich hatte die Ehre und das Vergnügen, Ihre liebreizende Nichte kennenzulernen. So? Davon hat's mir noch gar nichts erzählt. Oh? Wo haben Sie es denn kennengelernt? Auf einem Kostümball im Radetzky-Saal. Und wann soll das gewesen sein? Gestern Nacht. Wann? Wann? Noch so zwischen 10 und 11. Baron Zorndorf, das muss ein Irrtum sein. Es ist möglich, dass es vielleicht auch schon 12 war. Also das ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Jetzt... Oh, pardon. Vielleicht habe ich etwas ausgeplaudert, was hätte geheim bleiben sollen. Natürlich, jetzt erinnere ich mich auch. Sie sagte, dass Ihre Tante keine Ahnung davon hätte, dass Sie allein auf dem Ball sei. Naja, jetzt, wo es schon heraus ist, ich selbst habe die Komtesse vom Ball nach Hause gebracht. Also, ich bin sprachlos. Und da die Komtesse etwas in meinem Wagen vergessen hat, wollte ich die Gelegenheit benutzen, die Sachen zurückzubringen und Ihnen, Gräfin, meine Aufwartung zu machen. Was hat sie denn in Ihrem Wagen vergessen? Dieses. Seit wann trägt sie denn rote Strumpfbandeln? Es war ja ein Kostümfest. Und dieses Zahnbürstel. Ja, aber wozu hätte sie denn auf einem Kostümball ein Zahnbürstel gebraucht? Wahrscheinlich als Requisit. Das ist merkwürdig. Frau Gräfin. Johann, haben Sie gewusst, dass die Comtesse auf einem Ball war? Unsere Comtesse? Ich hatte keine Ahnung, Frau Gräfin. Sie haben ja von nichts eine Ahnung. Danke. Es tut mir leid, Gräfin, dass Sie über meine Mitteilung so bestürzt sind. Na, so bestürzt ist gar kein Ausdruck. Sie kennen doch unsere Wiener Gesellschaft. Eine Comtesse allein auf dem Ball, die ist doch kompromittiert für ewige Zeiten. Ich bitte, Gräfin, was dieses Moment betrifft, sich keine Sorgen zu machen. Ich wollte zwar eigentlich nicht so gleich quasi mit der Tür ins Haus fallen, aber wenn ich Sie damit beruhigen kann, dann bitte, dann bitte ich um die Hand Ihrer Nichte. Lieber Baron Zorndorf, das finde ich sehr ritterlich von Ihnen. Aber haben Sie sich diesen Schritt auch ernstlich überlegt? Genau. Ja, so dann bin ich dafür, dass wir die Verlobung offiziell machen. Gräfin, mach mich zum glücklichsten aller Menschen. Ja. Oh, na, sowas. Kann ich Ihnen helfen? Christian, bin schon mit der Familie verbandelt. Das sind die Leibbrot und das sind die Wecken und das sind die Krapfen. Und
Und das ist die Burgmusik. Die Burgmusik? Mhm. Du, die muss ich mal anschauen. Ja. Tag, mir ist Fräulein Fritz Schulz, ist mein Name. Ich gehöre zum Geschäft hier. Freut mich sehr. Oh, pardon, pardon. Dufte, wa? Was? Knorke, schön. Ach so, ja. Wir haben Sie für schon wieder Balkon. Herr Fußl, lass mal schicken. Wer wohnt denn da oben? Die berühmte Volkssängerin Hansi Führer. Ach so. Du, schau die Kleine doch vor der Bäckerei. Herrgott, ist die sauber. Die Dame! Ja! Sie, willst du vielleicht da draußen anwachsen? Ich komm schon. Nicht böse sein, Tante, aber weißt du, wenn ich Musik höre, dann wäre ich ganz schwach. Du wirst aber in Wien schwer stark bleiben können. Das glaube ich auch. Frau Meisterin, mir geht das genauso. Ich werde gleich meine Ohren nehmen. Oh. Recht schön. An den Laden werde ich mich nie gewöhnen. Ja, du wirst dich noch an manches gewöhnen müssen. Was wünsche ich? Guten Morgen, Frau. Darf ich Ihnen ein paar Frühlingsblumen zu Füßen legen? Ach, geben Sie mir das lieber gleich in die Hand. Auch wahr. Ach, die sind aber schön. Danke sehr. Bitte sehr. Schauen Sie, gib die Blumen gleich ins Wasser. Im Zimmer ist eine Vase. Ja, Tante. Ihre Nichte? Ja, das ist die Stanzi. Ich freue mich sehr. Und das ist Herr Hofrat Hofwirt. Weißt du, warum der Hofrat jeden Tag zu mir kommt? Ich kann mir schon denken. Was kannst du dir denken? Naja, ich meine... Aber... Herr Hofrat kommt täglich zu mir und holt zwei Salzstangen für seine Majestät, den Kaiser. Der Kaiser ist deine Salzstange? Jawohl. Schon seit 10 Jahren. Weil meine Salzstangen sind die besten von ganz Wien. Sehr richtig, ja. Aber jetzt geh mit den Blumen, ja? Bringt er direkt in Verlegenheit, das Kind. Wieso denn? Diese dumme Bemerkung. Die war gar nicht so dumm. Glauben Sie denn wirklich, dass ich nur wegen der Salzstangen hierher komme? Ja. Was soll ich Ihnen sagen, Herr Hofrat? Gar nichts, wenigstens nicht im Geschäft. Aber ich habe eine Bitte. Wollen Sie mir nicht heute Abend das Vergnügen machen? Ich kann doch nicht, Herr Hofrat. Ich muss doch in meiner Backstube sein, sonst haben morgen früh meine Kunden keine frischen Sämen. Sie haben doch verlässliche Leute. Ach, gar so verlässlich. Frau Therese, seien Sie doch nett. Nur auf ein Glas Wein. Ich habe heute Geburtstag. Ach, Sie haben Geburtstag? Ja, das ist natürlich was anderes. Ich gratuliere. Dann, ich hole Sie um 8 Uhr ab. Vom Geschäft, ja? Ja, es ist aber besser, Sie warten draußen an der Ecke. Meine Leute brauchen nicht zu wissen, dass wir zusammen ausgehen. Ich bin sehr glücklich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Hofer. Ah, der Herr Hofrat ist schon weg. Ja, gerade eben. Siehst, Tante, das wäre doch ein Mann für dich. Also pass mal auf, Stanzi. Du weißt, ich habe mich sehr gefreut, dass du zu mir nach Wien gekommen bist, aber... Aber Tante, ich will dich doch nur glücklich machen, weil es in meinem Glückszettel steht. Das ist sowas Verrücktes. Und außerdem ist er doch ein sehr fescher Mensch. Aber geh, ein Mann mit so einem Bart. Der Onkel hat doch auch einen Bart gehabt. Ja, aber so ein. Du, Stanzi, hör mal, ich habe heute Abend eine wichtige Sitzung. Um 8. Was? Ja, weißt, bei uns in Salzburg sind die Sitzungen immer um 8. Ach so. Ja, und deswegen muss ich dich mit deinem Seppel allein lassen. Macht nix. Mach dich schön, Tante. Was? Na, ich meine, wenn die Sitzung so wichtig ist. Ach so. Guten Morgen, Tante. Guten Morgen. Wie geht's dir denn? Wie soll's mir denn gehen? Großartig. Ja. Was du für Sachen machst. Ich? Wieso? Baron Zorndorf war gerade da. Wer ist denn das? Ich verstell dich nicht und spiel mir keine Komödie vor. Der Mann, mit dem du gestern auf dem Ball warst. Ich? Okay. Ja, und der dich heute um 5 in der Früh nach Hause gebracht hat. Mein Zahnbürstel und mein Wäschkoffer und mein Strumpfbandel. Was ist los? Hast du nicht bedacht, dass du mit diesen Heimlichkeiten deinen guten Ruf aufs Spiel setzt?
Ja, komm, Tante, setz dich mal ganz ruhig hier neben. Nein, also dazu habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt zum Sacher wegen einem kalten Buffet und dann muss ich zum Dämmel wegen der Torten und wegen der Käsebäckerei gehen. Ja, und wozu brauchst du das alles? Naja, ich habe für abends ein paar Leute eingeladen, damit wir deine Verlobung offiziell machen, bevor er sich's überlegt. Ja. Was habe ich noch nicht erlebt. Ja, ich auch nicht. Grüß Gott. Guten Tag. Ah, eine neue Verkäuferin? Jetzt weiß ich, wem der Deutschmeister hinter der großen Trommel zuzwinkert hat. Das haben Sie gesehen? Freilich, ich wohne ja da droben. Ach, dann sind Sie die berühmte Sängerin Hansi Führer. Ja, die bin ich. Kommen Sie. Erzählen Sie mir etwas von Ihnen. Von mir? Mhm. Ich bin die Nichte von der Tante. Ich meine... Ja, ich verstehe schon. Ich habe bis jetzt auf einer Alm in Salzburg gelebt mit der Großmutter. Ach, da kennen Sie Wien noch gar nicht? Nein. Nur da werden Sie Abend machen. Ja. Da brauchen Sie doch vor allem einen feschen jungen Mann, der Ihnen Wien zeigt. Aber... Da ist ja schon einer. Was? Hm? Schauen Sie mal ganz vorsichtig zur Tür. Der Trommler. Der Zwinkerer. Aber da werde ich mich lieber zurückziehen. Aber Sie wollten doch noch etwas kaufen. Ja, zwei Kipferl, aber später, sonst traut er sich doch nicht herein. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wurde soeben abgegeben, Auftrags des Herrn Baron von Zorndorf. Was? Den gibt's wirklich? Und ich hab glaubt, die Tante ist hier geschnappt. Sagen Sie mal, Johann, wie schaut denn der aus? Die gnädigste Comtesse kennen ihn nicht. Nein. Aber der Herr Baron behauptet doch, er war mit Ihnen auf dem Ball. Vielleicht ist er übergeschnappt? Oder ich? Johann, mir wird Angst und Bang. Vielleicht war ich wirklich mit ihm am Ball, hm? Mein Vater war ja mondsüchtig, der ist immer am Dach von unserem Schloss spazieren gelaufen. In der Nacht und in der Früh hat er nichts mehr gewusst davon. Ja, aber auf einem Ball war der hochselige Herr Papa meines Wissens nie. Gott sei Dank. Denn als Mondsüchtiger war ich immer im Nachthemd. Ja. Ich vielleicht auch? So was. Habe die Ehre? Guten Tag. Womit kann ich dienen? Eine Simmel, wenn ich bitten darf. Zwei Kreuzer, wenn ich bitten darf. Bitte. Ja, dann geben Sie mir gleich noch ein Semmel. Vier Kreuze. Bitte. Die Fräulein sind, wenn mir nicht alles täuscht, keine Wienerin. Nein, ich kenne Wien noch gar nicht. Aber geh. Okay. Ja, dann... Ich meine, wir... Geben Sie mir noch ein Semmel. Guten Tag. Guten Tag. Ich krieg zwei Semmeln. Gib auch, Bursche. Du kriegst drei Semmeln, eins, zwei, drei, und um dein Geld kauft er was anderes. Danke, Herr Oberleutnant. Stark. Servus. Sie sind aber ein komischer Mensch. Zuerst kaufen Sie drei Semmeln und dann schenken Sie sie wieder her. Ich bin ja nur hergekommen, weil Sie mich vorhin so lieb angeschaut haben, wie ich vorbeimarschiert bin. Ich hab geschaut, Sie haben geschaut. Da haben alle zwei geschaut. Und da haben wir gedacht, gehst du mal hin und, oh, ja, wissen Sie was? Gib's mir ein Halmleib Brot. Was haben Sie sich gedacht? Ich habe mir gedacht, gehst hin und stellst dich vor. Wilhelm August Zürer, Korporal im K&K Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Nummer 4? Ja. Stimmt. Natürlich stimmt's, warum soll's denn nicht stimmen? Was haben Sie denn da? Das ist mein Geheimnis. Aber schön haben sie getrommelt. Mit so viel Gefühl. Ich mach alles mit Gefühl. Was die Musik betrifft. Ich komponiere auch mit Gefühl. Besonders wenn ich verliebt bin. Denn wenn ich verliebt bin, fällt mir immer etwas ein. Und ist Ihnen schon oft was eingefallen? Nein, nicht so arg. Aber das stimmt ja schon wieder. Da sind Sie ja Künstler. Ja, das sage ich ja auch. Nur mein Herr Onkel da. Der Friseur Swoboda ist gegenteiliger Meinung. Aber sagen Sie, Fräulein, weil wir gerade von Musik reden, könnten wir zwei nicht heute Abend irgendwo hingehen, wo es schöne Musik gibt? Sie und ich? Ganz allein?
möchte ihn an Wien sein, Bruder. Hauptallee, das Riesenrad. Davon haben Sie doch schon sicher gehört. Ja, natürlich. Also? Ich warte heute Abend vom Haustor. Sag mal um 8. Psst, die Tante. Geben Sie mir noch einen halben Leibbrot, bitte. 12 Kreuzer, bitte. Ja, bitte. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Nehmen Sie wohl. Fräulein. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hoppla, hoppla. Warum hat denn der 2 halbe Laib Brot gekauft? Ach, und weißt vielleicht, damit er nicht erst den ganzen auseinanderschneiden muss. Aber ein sehr netter Mensch. Du, das ist der große Trommler. Ich meine, der Trommler von der großen Trommel, von der Burgmusik. Warte mal, ein Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Ach doch, schau her, du kennst dich aber schon recht gut aus in Wien. Mhm. Und ein Künstler ist er auch, ein Komponist. Aber er komponiert nur, wenn ihm was einfällt. Aha, das hat er da alles so zwischen die 2 halben Leib Brot erzählt. Mhm. Du und ein Friseur hat er auch. Was hat er? Ich meine, einen Onkel, der ein Friseur ist. Ach so. Morgen, Baron. Morgen, Herr Svoboda. Morgen, Baron. Bitte Platz. Ohne Entschöpfen? Nein, nein, heute nicht rasieren. Nur frisieren und ein bisschen wellen. Ah, wellen. Bitte schön. Hast du gehört? Wellen machen, aber schön. Jawohl. Kann er's? Aber das Einzige, was er kann. So. Na, bitte. Wie steht das Wertebefinden, Herr Baron? Na, danke schön, ich kann nicht klagen. Also in meinem Privatleben. Na, was ist denn? Na, mein Gott, na, schrecklich. Was? Kinder, der ist ja willig, aber ja. Blöd ist er gut. Das glaube ich. Blöd. Der Baron schaut aber jetzt wunderbar aus. Ja? Ja, nimmer jünger. Ja, und so frisch und so lustig so. Ja, ja, das hat ja auch einen tieferen Sinn. Ja, ja. Ich feiere heute Abend meine Verlobung. Wirklich? Da gratuliere ich ja. Du gratulierst. Da werden wir aber ein schönes Kupferl machen. Ja. Selbstverständlich. Bravo. Verlobungsfrisur. Mhm. Gewacht. Bitte bin schon da. Hören Sie, lassen mich da eingeseift in der Luft verhungern. Bitte, ja. Hat man müssen entschuldigen, aber man hat immer zu tun, nicht wahr? Die Buben sind ja so. Ja. Das ist ja gut, das ist ja ein bisschen eindruckend gewesen. Aber wenn ich fragen dürfte, wir sind denn der Herr Hauptmann. Mit meinem Wille zufrieden. Er macht sich ganz gut. Ich habe ihn jetzt ausnahmsweise in der Burgmusik trommeln lassen. Ja. Er trommelt großer. Ja, ja, trommeln kann er, aber bitte, nein, sicher nichts. Sicher, aber davon haben wir nichts, oder? Bitte, rasieren soll er können. Ein schöner Horst nicht, das soll er verstehen, aber es ist halt schwer mit ihm. Bitte, jetzt fängt er gut zum Komponieren an. Ja, mein Gott. Was machst du denn, was ist das denn, Mel? Das sind keine Wellen, das sind Schneckerl, das soll ich sowas sagen. Das soll eine Verlobungsfrisur sein. Eine Schande ist das. Nichts wie dich, nichts wie euch haben wir den ganzen Tag. Mein Gott, bleibt gar nicht liegen, das war's ja gebrochen. Bleibt ja gar nicht liegen. Nee, dann hätten sie es halt selber gemacht. Ich kann auch nicht das allein machen, ja, warum? Entschuldigung schon bitte, verzeihung. Du wärst links ein Roller, ein Roller. Was wäre denn Tiroler? Aber gar kein Tiroler, das ist. Komm mal, wenn wir gleich eins haben, Kann's ja nicht, du kannst es ja nicht herum. Das ist ja hier. Nur no, ist ja. Was? Geht's nicht? Das bleibt mir nicht. Das ist es. Ja, den Dings in den Lehmann. Wer ist denn das schon wieder? Den Dicken. Wer ist der dicke Lehmann? Aber nix. Ja, du. Hoppla. Hola. Geht schon. Nicht nachgeben. Sie sind ja so. Na ja, Sie müssen den Kind klicken, aber an uns hat's recht überhaupt nicht getan. Aber ja, natürlich geht's ja. Ui, jetzt noch. Hoppla. Ich hab ja kein Friseur. Komm, der Mörder. Geht's ja. Jetzt haben wir's gleich mit dir, Baron, das weiß ich. Das ist schwierig, das habe ich gehört. Na, hoffentlich. Ja, bitte. Ordnung. Dieses Spießles. Da gibt's nur eins. Aufdunsten. Was? Aufdunsten. Heiße Tücher? Nein. Ruhig. Was ist denn? Nein, ich meine nur ihn. Aha. Nein, Sie bei Dunstumschlägen, da wird mir immer schwindelig. Ich meine, das ist nur momentan, aber man gewöhnt sich dran so. Okay, so ist es gut. Ah, das ist heiß. Aber das ist gut. Ich denke, es dauert 2-3 Stunden und sind ja... Jetzt wird es schon langsam angenehmer. Aber hol Sie der Teufel!
Ich will wieder frisch einschärfen. Zum dritten Mal. Wann rasieren Sie mich eigentlich? Jetzt. Jetzt bitte. Wo, was haben wir denn? Also, was haben wir denn? Ja, von meinen Neffen. Von meinen Wille. Warum ich dagegen bin, dass er komponiert. Na, Sie sind dagegen, weil Sie ein amusischer Mensch sind. Was heißt denn mich? Was bin ich? Na, Sie sind eben unmusikalisch. Ja, ja. Ich bin unmusik. Hoppla, hoppla. Was sagt hoppla? Jetzt haben Sie mich geschnitten. Nein, geht's. Alaun. Was gut? Ich bin unmusik. Alaun. Was ist denn? Sie halten. Ich beherrsche vier Instrumente. Vier Instrumente. Bitte. Bitte. Violin, Gitarre, Harmonika, Flügelhorn. Narrischer Frisur. Hätte ich noch länger ausgehalten. Nein. Was ist denn? Ja, was ist denn? Was wolltest du denn da, ha? Urlaub, und dann kommst du da in die Kanzlei. Urlaub gibst du beim Rapport. Und wisst ihr denn nicht, dass heute, wegen des morgigen Besuches seiner Majestät Kaiser Wilhelm, jeglicher Ausgang gesperrt ist? Er fällt mir bis 11 Uhr. Oder wenigstens bis 10 Uhr. Befreiter Stügler! Mit welcher Stirn begehren denn Sie einen Ausgang? Sie haben doch 8 Tage Kasernarrest. Bitte, Herr Fettel, können Sie heute nicht ausnahmsweise einmal eines Ihrer beiden Äuglein zudrücken? Ich werde gleich eines Ihrer beiden Äuglein zudrücken, aber in Daumen da! Verstanden? Jawohl! Bitte, einmal noch! Hallo! Mittermeier, schreien Sie mir nicht immer so in die Ohren. Ruth, komme eben von Ihrem Onkel. Hab schon gesehen, Herr Hauptmann. Ja, daran sind Sie schuld, weil er sich immer so ärgert darüber, dass Sie komponieren. Ja, was soll ich machen, Herr Hauptmann? Wenn ich verliebt bin, fällt mir immer etwas ein. Das verstehe ich nicht. Mittermeier, Sie waren doch auch schon oft verliebt. Jawohl. Und, ist Ihnen was eingefallen? Einmal, Herr Hauptmann, da war ich verliebt in eine gewisse Krippertschick. Und da ist mir eingefallen, dass ich einen gewissen Bummessel das Heiraten verspürt habe. Schon wieder. Bin ich großartig, Entschuldigung, Hauptmann. Also geben Sie den Leuten Überzeit. Dankeschön. Danke. Aber um 12 muss jeder in der Kaserne sein. Jawohl. Ja, und merkt euch eins, der Besuch von heurigen Schenken und Musiklokalen ist strengstens verboten. Wer angetroffen wird, wird eingesperrt, dass die Schwarten krachen. Verstanden? Jawohl, Hauptmann. Also, Servus. Langsam, einer nach dem anderen. Gefeiter Stieger. Befehl! Schauen Sie die Ruhe in Ordnung. Zurück! Ruhe! Was schreien Sie denn so? Sorge für Ordnung! Urlaubsscheine! Schneller! So ist das! Verklärt Sie, Depp! Na, also, was gibt's Neues? Hat er nur Sämen kaufen wollen, der Herr Deutschmeister? Den Prater will er mal zeigen. Die Hauptallee und das Riesenrad. Aber das geht sowieso nicht. Erstens die Tante und dann habe ich ja nichts zum Anziehen. Das wäre das Wenigste. Kann ich Ihnen doch was leihen? Allerdings etwas, aus dem ich schon rausgewachsen bin. Aber mit Feuer und Deutschmeister soll man nicht spielen. Aber er ist ein sehr anständiger Mensch. Schön wird mir nichts, hat er gesagt. Er würde ja auch gern auf mich, hat er gesagt. Hat er gesagt? Naja, so wie er es gesagt hat. Eben. Stempel zweiter. Weiter. Falsch. Lass mich her, komm her. So geht's. Zum Scheren Stempel, Sie haben den Verstand verloren. Hoffentlich merke ich es. Da haben Sie einen Urlaubschein und verschwinden Sie. Gehorsamsten Dank, Herr Feldwebel. Servus. Na, servus. Sagen Sie, hat er öfter solche Anfälle? Manchmal.
Mitten in der Nacht. Ja, also jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hofrat. Meine Verehrung, Herr Hofrat. Guten Tag, Herr Hofrat. Bitte Platz. Bitte Platz. Dankeschön. Steht sofort zur Verfügung, bitte. Großartig. Der Herr kocht ja. Nein. Er dampft nur. Er dampft nur. Was machen wir denn? Was den Bart ein bisschen herrichten. Aha, bitteschön. Brennschirr. Na Glück, dass es wieder ein bisschen aufgeheitert hat, den ununterbrochen geredet. Das war wohl das. Also, reden's nicht viel, nein? Ich habe eine schlechte Nacht hinter mir, ich möchte hier ein bisschen schlafen. Bitte? Ja. Angenehme Ruhe. Ja. Was ist denn? Angenehme Ruhe. Dann, ja. Leute, ich hätte es wäre sehr interessant auf euch, es hätte sehr gern den Hofer berichtet. Schlaft schon. Herr Chef! Ja, was? Ich glaube, der Herr Baron ist ohnmächtig geworden. Ja, hast du mal zu heißen Tisch ergeben? Da gibst du was zum Riechen. Zum Riechen, gib mir was. Na, was denn? Dann ist was Scharfes. Ich zahl mir ab. Mein Gott, der Bub. Unter die Nase muss das halten. Aber vorsichtig. Damit es nicht an hat, Onanismus. Gott sei Dank, jetzt lebt er schon. Wie ist das? Jetzt fängt man dir zum Verringern an. Hühner. Was machen wir denn? Soll man im Bad nicht ein bisschen stutzen? Halten Sie es für nötig? Ja, sehr. Ja, dann stutzt man halt ein bisschen. Es ist viel besser. Und das halten Sie für besser? Ich schaue aus wie der Karo König. Momentan, man gewöhnt sich dran. Ich kann doch hier nicht mit halbem Bart herumlaufen. Mach mal ein Spitzbärtel. Das war ein Spitzbärtel. Ja, es war ein Ziegenbärtel. Sie? Ja, bitte. Mach mal Napoleon. Mach mal einen kleinen Napoleon. Der hat das Spitz. Bitte, wir können ruhig schlafen jetzt. Ist mir der Schlaf vergangen, Sie. Ja. Das gefällt Ihnen? Können wir gar nicht. Eben. Was machen wir da? Nehmen wir mal weg. Nehmen Sie ihn. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht ahnen können, dass Sie unter Bord so ein Gesicht haben. Das habe ich ja nicht ahnen können. Sie, bitte. Ihnen muss ich ja nicht gefallen, ja? Diese Kritik verbiete ich mir. Also ich finde die Situation einfach kurios. Ich soll mich mit einem Mann verloben, den ich gar nicht kenne. Ich weiß überhaupt nicht, wie er ausschaut. Ja, vielleicht erinnerst du dich an ihn, wenn du ihn siehst. Und was soll ich dann sagen? Das ist doch ganz einfach. Du gehst zu ihm hin und sagst, grüß dich Gott. Was, wie heißt er denn? Mich fragst du. Ah ja, Felix. Also sagst, grüß dich Gott, Felix, und gibst ihm einen Kuss. Na, hoffentlich gehe ich nicht zu einem Falschen. Aber wie kannst du denn zu einem Falschen gehen? Du kennst doch alle Leute, die ich eingeladen habe. Und der eine, den du nicht kennst, das ist eben dein Bräutigam. Ach, der Klavierspieler fängt an. Das ist ein Zeichen, dass die ersten Gäste gekommen sind. Mein Kopf zerspringt. Ich lass mich jetzt überraschen. Grüß dich, mein Lieber. Was ist, was hast du denn? Warte mal, ich bin noch ganz schwindig von diesen heißen Tüchern. Was denn für heiße Tücher? Von dem Svoboda da. Darf ich vorstellen, Baron Svoboda? Verzeihung, Baron Zorndorf, Baron Riedel, Graf und Gräfin Zettwitz, Herr und Frau von Tarnutz, Fürst und Fürstin Ibsenstein. Und da ist die Braut. Wo? Dort, deine Nanne. Guten Abend. Bitte? Gratuliere. Danke. Gratuliere. Danke. Grüß dich, Felix. Verzeihung. Gräfin, Tante, ich muss dich dringend sprechen. Ich muss etwas aufklären. Ja, später, nach Tisch. Wo ist denn die andere? Welche andere? Na, deine andere Nichte. Ich hab doch nur die eine. Was, nur diese? Hm? Du, Tante, wird die Sitzung lang dauern? Nein. Nein?
Ach nein, ich gehe ja nur hin, weil ich es versprochen habe. Höchstens eine Stunde. Aber meinetwegen brauchst du nicht früh nach Hause kommen. Ja, das weiß ich. Ich bitte dich, geh du. Ich bin ja schon angezogen. Guten Abend, Herr Hofrat. Guten Abend, Fräulein Stanzi. Bitte kann ich Ihre Frau Tante sprechen? Ja, freilich. Haben Sie Zahnweh? Es ist etwas Furchtbares passiert. Schauen Sie mich an. Wo ist denn der Bart? Weg, weg, verbrannt. Und der war so schön. Eben. Jammerschad. Ich hol gleich die Tante. Bitte. Tante! Ja? Der Bart ist ab. Was vom Bart? Vom Hofrat. Der Hofrat ist hier? Guten Abend, Herr Hofrat. Was ist denn geschehen? Frau Therese. Eine Ungeschicklichkeit meines Friseurs. Ich sehe fürchterlich aus. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie in diesem Zustand überhaupt mit mir ausgehen wollen. Ganz nah. Na, so was. Ja, lassen Sie sich doch einmal anschauen. Sehen Sie, Sie lachen mich schon aus. Nein, ich lache nur, weil Sie so verzweifelt sind. Also, jetzt sieht man erst, was für ein fescher Mann Sie sind. Was? Sie finden, dass mich diese Bartlosigkeit nicht entstellt? Aber gar nicht. Sie schauen doch viel besser aus. Wirklich? Ja, jetzt gefallen Sie mir erst. Sie nehmen meine Einladung also an? Natürlich. Ich hole mir nur noch schnell mein Cape. Und Sie wissen, an der Ecke. Ach so, ja, richtig. Also auf morgen, Herr Hofer. Also auf morgen. Morgen, schlaf. Na, wie gefällt es dir denn ohne Bart? Ach, ganz gut. Du, übrigens, die Sitzung, die kann vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Ah ja? Ja. Ach, ich sag dir das nur, damit du dich nicht ängstigst, wenn ich ein bisschen später komme. Ja, ja, um mich brauchst du dich gar nicht kümmern. Ich schlaf wie ein Murmeltier. Heute dann, schlaf recht gut. Mein Schatz, ja? Gute Unterhaltung. Was? Bei der Sitzung. Ach so? Na, man wird sehen. Wiedersehen. Im Prater blühen wieder die Bäume, in Zypern drückt schon der Mai. Da kommen die seligen Träume, es muss wieder Frühlingszeit sein. Im Prater blühen wieder die Bäume, zurecht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Nacht einmal nicht in meiner Backstube war. Frau Therese, Sie haben mir feierlich versprochen, heute nicht mehr vom Geschäft zu reden. Ja, stimmt. Aber ich sag nichts mehr. Ich habe Ihnen so viel zu erzählen. Ganz Privates. Suchen Sie nicht, Herr Hofrat. Der ist nicht mehr da. Ah ja, richtig. Unlängst habe ich nachgerechnet. Ich habe Ihnen schon 16 Heiratsanträge gemacht. Und ich habe Ihnen schon 16 Mal gesagt, Sie können doch nicht als kaiserlicher Hofbeamter eine Bäckerin heiraten. Ach, nicht traurig sein, Herr Hofrat. Sie haben doch heute Geburtstag. Prost! Prost! Bitte her, die ist üppig, die mit der Harmonika. Die ist üppig, die ist üppig. Die gefällt Ihnen? Ja, die gefällt mir. Das wäre meine Hausweitin. Du sollst euch zu uns setzen. Aber die muss ja spielen. Naja, sie soll sich mit uns spielen. Noch einmal denselben. Was trinken wir denn hier? Ja, das muss er im Gefühl haben, nicht wahr? Denn mir ist gleich, ob mir Wein an der Donau wächst oder am Rhein, nur gefälscht, der fährt nicht sein. Und das Glas erlicht so klein, sonst ist mir gleich, ob mir Wein
draußen im Grenzing wachs, oder am Main. Aber spritzig muss er sein, ja, dann schenk ich mir gern ein. Und dann trink ich mein Wein, gern bewachs Kerzenschein. Aber jo, nicht allein, denn sonst schlafen sich kein. Mir ist gleich, ob mein Wein an der Donau wächst oder am Rhein. Und dann noch was, fällt mir ein. Ja, was denn? Eine Musik, nein, die kehrt zum Wein. Werd ich sein und das Glas nicht zu klein. Mir ist gleich, ob mein Wein draußen in Grinzing wächst oder am Main. Nur spritzig muss er sein. Sehr richtig. Ja, dann schenk ich ihn gern ein. Und dann trink ich mein Wein gern bewachs Kerzenschein. Aber ja, also, ich finde sie reizend. Ja? Und dann noch was fällt mir ein. Da muss ich die Kerze weinen. Sie kommen raus. Zu Befehl, Herr Feldwebel? Wissen Sie nicht, dass auf diesem Lokal Garnisonsverbot liegt? Das ist nämlich so, Herr Feldwebel. Ich wollte der Dame Wien zeigen, weil sie es noch nicht kennt. Mhm. Die Ringstraße. Ja. Das Parlament. Ja. Das Rathaus. Ja. Und dann waren wir auf einmal im Prater. Haben Sie aber einen großen Umweg gemacht? Ja. Da sind ja noch zwei Deutschmeister. Servus, Mittermeier. Wie ist es auch so? Herr Feldwebel, ich glaube, nach und nach kommt noch das ganze Regiment zum Vorschein. Wollte ich euch was sagen? Ihr habt mich nicht gesehen und ich habe euch nicht gesehen. Hauptsache ist, dass uns die Inspektion nicht erwischt. Sonst sitzen wir alle in der Tinte. Zu Befehl, Herr Feldwebel. Sofort Deckung suchen. Danke. Funkstimme in Deckung. Das ist ja die Stanze. Ah ja, richtig. Das ist ja unerhört. Da muss ich gleich... Nein, bitte bleiben Sie doch hier. Ist doch ein ganz netter Bursch. Na ja, schon, aber... So eine Schwindlerin. Mir sagt sie, sie geht gleich schlafen. Die werde ich bei den Ohren nehmen. Vorsicht, Vorsicht, sonst wird sie Sie bei den Ohren nehmen. Wieso? Sie haben doch auch geschwindelt. Ich? Ihre Sitzung. Auch wieder wahr. Wissen Sie, Fräulein Stanze, dass ich sehr, sehr glücklich bin? Ich auch. Ja, aber nicht so wie ich. Waren Sie denn überhaupt schon einmal so, so richtig glücklich? Ja, schon dreimal. Schon dreimal? Mhm. Wissen Sie, das erste Mal, wie mir der Zahn nachgewachsen ist. Ach, der da. So. Ja. Und das zweite Mal die Kuh, die ich immer Melke gekalbt habe. Ja. Und das dritte Mal jetzt. Wirklich? Mhm. Jetzt bin ich sogar sehr glücklich. Und dann geht's Ihnen so wie mir. Ja. Und wissen Sie, warum ich augenblicklich so glücklich bin? Warum? Weil ich habe immer gehofft, dass ich einmal ein Mädel kennenlerne, das so reizend ist wie Sie. Das so lacht wie Sie. Und so schaut wie Sie. Das überhaupt so ist wie Sie. Wissen Sie was? Trinken wir auf Du und Du. Da kann ich Ihnen noch viel, viel besser sagen, wie mir ums Herz ist. Ja? Ich wundere mich ohnehin, dass Sie nicht schon längst Du zu mir sagen. Wieso? Bei uns in Salzburg sagen die Dirndl zu den Burschen alle Du. Da braucht man doch nicht zuerst Bruderschaft. Ah, nein, 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 nein. Bruderschaft muss unbedingt getrunken werden. Jetzt trinkt er sogar Bruderschaft mit dir. Das ist eine großartige Idee. Das könnten wir auch machen. Also wenn er ja jetzt noch einen Bussel gibt, dann... Dann gebe ich Ihnen auch eins. Schauen Sie doch nicht immer auf die beiden. Schauen Sie ein bisschen auf mich. Moment, lassen Sie mich nur einen Moment schauen. Noch. Bitte schauen Sie. Aber Herr Hofrat, ja, jetzt suchen Sie ein Bad. Mit Bad waren Sie viel würdiger. Das ist vorbei. So, und jetzt? Jetzt kommt das Schönste. Was denn? Der Hauptgrund... Warum er so gern Bruderschaft trinkt. Und jetzt? Meine Damen und Herren, was ich jetzt singe, ist nur für Verliebte. Bravo! Oder sind vielleicht noch andere da? Nein! Dann ist gut.
man sie plaudern, dann wird es ganz still. Denn richtig Verliebte, die reden nicht viel. Ein Bussel fliegt hin, und ein Bussel fliegt hin, im Frühling, im Braube, in Wien. So war's immer schon. Fliegen her, die Busserl fliegen hin. Nur zu mir ist noch kein Serv. Aber jetzt kriege ich eins, gell? Aber ich kann da doch nicht hier für alle Leute ein Busserl geben. Ja, warum denn nicht? Aber das geht doch nicht. Wir haben doch Bruderschaft getrunken. Nein, nein, nein. Moment. Jetzt habe ich's wieder. Was denn? Wie ist das gemacht? Nein, nein, nein. Was war's denn? Ja, ich hab's wieder. Ich hab's schon vergessen gehabt, aber jetzt habe ich's wieder. Was denn? Was suchen Sie da? Ein Notenblatt. Was brauchen Sie ein Notenblatt? Ach. Können Sie denn nicht Ihre Würstchen woanders essen? Aber schnell bitte, ja, sonst vergesse ich's ja noch. Die zwei sind ja schon weg. Tatsächlich? Ja, ich habe sie gar nicht weggehen sehen. Och, bitte bezahlen Sie die Rechnung, ja? Was, Sie wollen auch schon gehen? Ja, ich hätte jetzt keine ruhige Minute mehr. Och, bitte, bitte bezahlen Sie. Ja, ja, natürlich. Herr Ober, die Rechnung, bitte. Ja, was ist denn da los? Kommt daher, setzt sich ans Klavier und sagt mir, ich soll meine Würstchen woanders essen. Sagen Sie, was wollen denn Sie da? Ruhe. Das ist doch Ihr Neffe. Ja. Es scheint der Mist bekomponiert schon wieder. Was hat denn der Jurek? Er scheint ja denselben Anfall wie heute in der Kaserne. Ach, ich bitte Sie, Herr Feldwebel, tut, dass Sie kommen. Sie müssen mir helfen. Ja? Der Mann stört mir den ganzen Betrieb. Einmal gern offen. Jurek, was ist denn mit dir los? Bist du schon ganz fertig? Ja, ganz fertig. Den Text habe ich auch schon. Was für ein Text? Mir ist ein Militärmarsch für uns eingefallen. Ein Militärmarsch? Für unsere Gemeinde? Wirklich? Ich habe ja gewusst. Mir wird in der nächsten Zeit enorm viel einfallen. Bitte, bitte spielen's mal vor. Ja. Du, ruf die Deutschmeister auf. Deutschmeister, her zu mir! Kommt alle her zu mir! Ein neuer Militärmarsch ist auf der Weg! Kommt her! Du könntest gleich mitsingen. Ihr seid ja ohnehin zwar Volkssänger. Ja, komm, schau mal zusammen. Und ihr nehmt eure Urlaubsscheine heraus. Der Text ist der Wortlaut unserer Stampille. Wir sind vom K&K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Schön! Wir sind vom K&K Infanterieregiment, Hoch-
auch um Deutschmeister Nummer 4. Nicht schlecht, meine Herren. Ist nicht. Und der Text, sinnig, nicht wird, er sagt einem was. Das ist wir sind vom K und K in der Drehregiment, auch und eins Meister Nummer 4. Jeder, der uns kennt, kennt auch unser Temperament. Wir sind wir Kavalier, wo's was Gutes zu trinken gibt. Und Tag und Nacht verliebt. Ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen Lebensfreude. Kann es denn auf der Welt was Schöneres geben? Ja, in Wien, da lässt sich leben. Wenn ein Soldat auch noch kein Mädel hat, ist er im Himmel drin. Singst du, es ist Wien. Hallo! Und dann am Sonntagnachmittag geschmiedet und markiert. Und jeder hat einen Urlaubschein, viel Freude, dass was passiert. Im Arm was Liebes fest wie wir, ein Mädel jung und schön. So können wir uns von Nummer 4 beim Heiligen draußen sehen. Wir sind vom K und K Infanterie-Regiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Ich bin der Onkel, der Musik ist von meinen Neffen. Verehrung, Herr Hauptmann. Da ist also ein Mordsbetrieb. Ja, ich sehe. Bitte wollen vielleicht unseren Tisch Platz nehmen? Nein, danke, für dienstliche Inspektion. Meine Deutschmeister haben nämlich heute Musiklokal verboten. Aber ich sehe, so ist in Ordnung. Kein Deutschmeister hier. Keiner erfährt. Ja, was ist denn? Da? Die Sperre ist ein bisschen schwarz. Bezahlen Sie sofort Ihre Zechen. Morgen alle zum Rapport. Abtreten. Jetzt schau mal gut aus. Das ist ja zu blöd. Ich hab's ja gewusst. Haben wir notwendig kommen. Zahlen! Und an allem bin ich schuld. Bloß weil ich so gemacht habe. Ja. Macht nichts. Komm. So gefreut habe ich mich auf den Abend. Und so schön hat er angefangen. Aber ist doch noch nicht zu Ende. Setzen wir uns noch ein bisschen. Ja? Bitte. Wir werden uns doch wegen diesem kleinen Zwischenfall nicht die Laune verderben lassen. Recht hast du. Und dein Marsch, der ist so großartig. Und du wirst sehen, du wirst bestimmt berühmt werden. Aber zu Berühmtheit braucht man Beziehungen. Und aber ich? Was? Ich kenne doch niemand. Wer sollte da den Stein ins Rollen bringen? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, wer sollte da den Stein ins Rollen bringen? Sag mal, was hast du da für ein Zettel? Das ist mein Geheimnis. Zeig es. Lass mich. Stimmt schon wieder. Also, du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Mach ich mir ohnehin keine. Im Gegenteil. Du kannst sehr glücklich sein. Bin ich? Es wird bestimmt etwas geschehen. Natürlich. Ist schon geschehen. Also du... Mein lieber Felix. Wie du mich um die Hand von der Nanette gebeten hast, habe ich dich ausdrücklich gefragt, ob du dir diesen Schritt auch ernstlich überlegt hast. Habe ich auch, aber in Bezug auf eine ganz andere Person. Das ist dein Fehler. Meinetwegen kannst du dich in 2-3 Jahren wieder scheiden lassen.
aber geheiratet wird. Bitte? Dann ist noch etwas. Nanette ist erblich belastet. Das auch noch? Ja, vielleicht bildet sie sich's nur ein. Ja, ihr Vater war mondsüchtig. Und jetzt glaubt sie, dass sie als Mondsüchtige mit dir auf dem Ball war. Na, dann werde ich ihr eben sagen, dass das nicht stimmt. Das wirst du ihr nicht sagen. Denn die Nanette ist im Stand und löst die Verlobung von selber auf. Dann bringe ich sie überhaupt nicht mehr an. Das heißt, dann kriegt sie überhaupt keinen Mann mehr. Also bitte, was soll ich tun? Sie unter allen Umständen dabei lassen, dass sie mit dir auf dem Ball war. Ja, sag mal, was habt ihr euch denn da so zurückgezogen, ne? Ich glaub gar, du flirtest mit meinem Bräutigam. Nein, wir haben was zu besprechen gehabt, aber ich lasse euch jetzt allein, Kinder. Ja. Ihr habt einen Champagner mitgebracht. Gestern, gestern. Ich bin den ganzen Abend noch gar nicht dazugekommen, mich mit dir allein zu unterhalten. Ja, ja, ich leider auch nicht. Du, und sag einmal, was war eigentlich zwischen uns? Was meinst du denn? War was? Ich kann mich nicht mehr an gar nichts mehr erinnern. Was habe ich denn angestellt am Ball? War es sehr schlimm? Nein, nein, bestimmt nicht. Ah, nein? Aber haben wir uns geküsst? Ach, das wäre ja gar nicht möglich gewesen vor den vielen Leuten auf dem Ball. Nun, und dann nachher beim Nachhausweg? Die Tante hat gesagt, du hast mich mit dem Wagen nach Hause gebracht. Und da war gar nichts. Was bist denn du für ein Mann? Mit was haben wir denn da verlobt? Wäre es aber höchste Zeit, dass wir uns ein Puzzle geben. He? Komm. Hm? Brauchst du keine Angst zu haben. Du weißt ja nicht, komm. Was ist denn? Sie stehen da und schnarchen dort. Aber die, sag mal lieber, ob die Tante schon da ist. Ja, aber sie schluckt, hat sie schlafen. Das ist... Ah, das sei. Jetzt kommst du nach Hause. Ja, wer schnarcht denn da drin? Der krautlige Hund. Mensch, der sehe ich ja wie ein Mensch. Geh du an deine Arbeit. Na? Du entpuppst dich ja als ganz schöner Nachtfalter. Aber das wird jetzt anders werden. Sieh deine Schürze an und komm gleich raus. Und jetzt wirst du deine Nächte hier in der Backstube verbringen. Und arbeiten, meine Liebe. Und damit du dich daran gewöhnst, fangen wir gleich an. So, jetzt werde ich dir zeigen, wie man Salzstangerl macht. Gleich so was Schweres? Ja, ja. Komm nur her. Hast du deine Hände gewaschen? Ja. So, ja. Also pass auf. Man nehme eine kleine Handvoll Teig. Ja? Walke ihn mit Gefühl und Liebe. So, und dann fährt man das ganze Mehl weg. Das auch. Und dann rollt man das Ganze zu einem Stangerl. Siehst du das? Schön, was? Das ist alles. Ich hab probiert. Übung macht den Meister. Also hast du ein bisschen Mehl. Nehme eine kleine Handvoll Teig. Walke ihn mit Gefühl und Liebe. Wir sind vom K&K Infanterieregiment. Willst du vielleicht musikalische Salzstangerl machen? Und rolle das Ganze zu einem Stangerl. Diese zwei Salzstangen habe heute ich gemacht. Ach so, bravo. Wo ist denn die Tante? Die ist in der Stadt Besorgungen machen. Aber wenn ich nur wüsste, welches von den beiden Salzstangen der Kaiser zuerst ist. Warum interessiert sie denn das? Oh, nur so. Übrigens kriege ich heute 4 Salzstangen. 4? Heute haben wir doch 2 Kaiser. Ja, richtig, der Kaiser Wilhelm kommt ja. Ist er schon da? Natürlich. Ja? Ja, aber... Wenn jetzt der Kaiser Wilhelm die Salzstangen bekommt, die der Kaiser Franz Josef bekommen soll?
Ist denn das nicht egal? Ja, eigentlich ja. Kaiser ist Kaiser. Also das sind die berühmten Wiener Salzstangen. Ja, und ich bin neugierig, wie sie dir schmecken werden. Na, ich auch. Nanu, da ist ja was drin. In dem Salzstangen? Ja. Das ist ja... Was ist denn? Das sind ja... Das sind ja Noten. Noten? Das ist eine ganze Oper. Ja, wie ist denn so etwas möglich? Was ist denn los? Im Salzstangen von seiner Majestät sind Noten drin. Noten im Salzstangen? Das darf doch nicht vorkommen. Ja, ich kann nichts dafür. Ich hab's nicht hineingegeben, Exzellenz. Soll das vielleicht eine tiefere Bedeutung haben? Also bitte, mir ist das wirklich ein Rätsel, wieso etwas da hinein... Da ist ja schon wieder was drin. Das ist doch ein Affront. Ist schon wieder was passiert? Natürlich. Man kommt nicht zum Essen. Moment. Wieder Noten. Wollen mal sehen, was da drin ist. Ah nein, das ist ein Brief. Ist ein das. Brief, ja, ja. Eine merkwürdige Post. Habt ihr da in Österreich? Ja. Eine Salzstange Post. Ja. Euer Majestät. Na, jetzt weiß ich nicht, ist der Brief an dich oder an mich? Ja, bitte, nachdem der Brief in deinem Salzstange drin war, muss er wohl dir gehören. Euer Majestät, mit gleicher Post übersende ich ehrfürchtigst einen neuen Militärmarsch. Ah, ach so, das ist ein... Ein Marsch ist das. Und falls Majestät an der Komposition Gefallen finden, bitte ich um umgehende Nachricht. Ihre untertänigste Stanzi Hübner im Bäckergeschäft Babenberger Straße 7. Um umgehende Nachricht, das ist aber eine ungeduldige Person. Also bitte, ich muss dich wirklich um Entschuldigung bitten, dass so etwas passieren kann. Wirklich ein Rätsel. Aha, da bin ich aber neugierig, ob hier auch wieder was drin sein wird. Ich auch, bitte mach. Nee, ist leer. Na Gott sei Dank. Also, wenn dieser Militärmarsch nur halb so gut ist wie die Salzstange. Na denn. Prost. Noten in meine Salzstangen? Das ist unmöglich. Es ist aber so. Und ich habe leider die unangenehme Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass Ihnen die weitere Lieferung für Seine Majestät entzogen ist. Aber Herr Hofrat, das kann doch nur ein Irrtum sein. Wer käme denn auf die Idee, in meine Salzstangerl Noten hineinzubacken? Ich, Tante. Du? Um Himmels Willen. Verstanden Sie, was ist dir denn da eingefallen? Ich weiß selber nicht. Aber ich werde es bestimmt wieder gut machen. Gut machen, wie willst du das gut machen? Jetzt kommst du vom Land herein und machst mir solche Geschichten. In 4 Wochen wäre ich Hoflieferantin geworden. Und jetzt bin ich brotlos. Bitte nicht weinen. Ich kann niemanden weinen sehen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
du, ich kann jetzt nicht. Ich kann auch nicht. Ich werde die Damen vertreten. Womit kann ich dienen? Einen halben Osterstritzel, bitte. Wo haben wir denn die Stritzelabteilung? Hier, ja. So, bitte sehr, einen halben. So, eine Sekunde, bitte. Was kostet ein halber Osterstritzel? Vier Kreuze. Vier Kreuze. Sechs. Sechs? Sechs Kreuzer, bitte. Aha, da kriegen Sie noch vier Kreuzer heraus. Ja, die Kasse ist leider geschlossen. Hätten Sie nicht vielleicht Verwendung auch für die zweite Hälfte? Oh, eigentlich nicht, aber... Na, geben Sie mir's halt. Na, sehen Sie. Ja, aber da kriegen Sie noch zwei Kreuzer. Ja. Haben Sie es nicht? Nein, die habe ich nicht. So? Na ja, also... Danke. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehen Sie uns bald wieder. Die kosten mich jetzt zwei Kreuzer. Herr Hofrat, Sie müssen mir helfen, bitte. Kann ich denn den Kaiser nicht um Verzeihung bitten? Ja, mein liebes Kind, das ist nicht so einfach. Die arme Tante, die tut mir so leid. Ja, mir tut sie auch leid. Aber vielleicht ist das wirklich ein Weg. Heute ist Mittwoch, da wäre ja morgen die freie Audienz, um die nicht erst angesucht werden muss. Ja. Aber der Tante sagen wir noch nichts. Nein. Damit sie sich nicht falsche Hoffnungen macht. Das ist doch die Kleine, mit der du im Prater warst. Richtig, die Stanze. Wie elegant sie ist. Vielleicht hat sie ein Rendezvous. Geh auf. Bitte, bitte, da kommt er schon, der Herr Kavalier. Na bitte, schau doch. Na, was habe ich gesagt? Die Unschuld vom Lande. Wie erzählt sie, dass sie keinen Menschen hier in Wien kennt und dass sie bis jetzt ganz einsam auf einer Alm gelebt hat? Vielleicht kennt sie ihn von der Alm? Haben Sie schon lange gewartet? Nein, nein. Wissen Sie, ich konnte nicht früher kommen. Das macht nichts. Werde ich mit dem Kaiser sprechen können? Ich hoffe es. Man hat mir es zugesagt. Jedenfalls habe ich schon alles arrangiert. Ich danke Ihnen, Herr Hofer. Oh, bitte sehr. Ich bin ja selber froh, wenn es gelingt. Schau, wie zärtlich sie ihn anschaut. Lass ihn anschauen. Komm. Also jetzt noch eins. Ich möchte Ihnen einige Ratschläge geben. Ja. Also beim Hereinkommen tiefen Hofknicks. Ja. Nur sprechen, wenn seine Majestät etwas fragt. Ja. Und nach der Audienz wieder tiefen Hofknicks. Rücklings bis zur Tür gehen mit dem Gesicht zum Kaiser. Ja, und wie finde ich dann die Türe? Ja, die müssen Sie finden. Auf keinen Fall dem Kaiser den Rücken zeigen. Und wie macht man einen Hofknicks? Ja, das wissen Sie nicht, ja, um Gottes Willen. Also drei Schritte vom Kaiser weg, dann mit dem rechten Bein weit ausholen und tief verneigen. Oh, so passen Sie doch auf Ihre Füße auf. Ich bitte um Entschuldigung. Wie? Ich habe nichts mehr gesagt. Na also. Verzeihen Sie. So, kommen Sie rasch, damit wir nicht zu spät kommen. Ich erkläre Ihnen alles vor dem Audienzsaal. Wiedersehen. Sie bleiben nicht da? Nein, ich muss mich doch ein bisschen um Ihre Frau Tante kümmern. Jedenfalls nach der Audienz erwarte ich Sie unten, ja? Ja. Viel Glück. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, was ist denn, Ketter? Ha, schon wieder 10 Uhr, was? Jawohl, Majestät. Ja, also bitte, stellen Sie es nur her. Die Herren können ja ein bisschen warten. Ja, also,
Sagen Sie, Kettel, was sind denn das für komische, weiche Salzstangen? Majestät, die werden ab heute von einer anderen Bäckerei geliefert. So? Ja, warum denn? Wegen des unseligen Vorfalles. So. Sagen Sie, wer hat denn diese Anordnung getroffen? Die Herren von der Kabinettskanzlei. So, so. Die waren ja empört. So, also, weil die Herren empört sind, soll ich so lätscherte Salzstangen da essen, nicht wahr? Bitte tragen Sie es wieder weg. Aber die Würsteln, Majestät. Ich mag sie nicht. Bitte tragen Sie es weg, habe ich. Sehr wohl, Majestät. Das... Schmeckt mir auch nicht. Empört sind die Herren, weil sie nichts zu tun haben. Mich freut das ganze Geschäft nimmer mehr. Am liebsten möchte ich es verkaufen. Na, das wäre ja wunderbar, Frau Therese. Was? Ja, da wäre doch mit einem Schlag das Hindernis, das zwischen uns liegt, beseitigt. Und da hätte die Stanze mit ihren Salzstangeln eigentlich mein Glück begründet. Weiß überhaupt nicht, wo das Mädel ist. Den ganzen Vormittag habe ich es noch nicht gesehen. Ach, mir scheint, sie geht mal aus dem Weg. Aber wo? Ja, ja, weil sie sieht, was sie angestellt hat. Als letzte Audienzbewerberin, Fräulein Konstanze Hübner. Hier. Nicht klopfen. Bitte, treten Sie nur näher. Fräulein Konstanze Hübner kommt in Angelegenheit Ihrer Tante, bitte. Ja, Majestät, ich komme aber auch in Angelegenheit von... Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Was? Wie heißt er denn bloß? Willi heißt er. Und ein Deutschmeister ist er. So, na ja, ich glaube, ich habe sehr viele Deutschmeister, die Willi heißen. Ist er ein Verwandter von ihr? Nein, ich kenne ihn erst seit 2 Tagen. Was, sie kommt also zu mir wegen eines Deutschmeisters, den sie erst seit 2 Tagen kennt? Ja. Also, was ist los mit dem? Hat er was angestellt, oder? Majestät, das ist nämlich so. Der Deutschmeister hat einen Marsch komponiert. Und dann ist der Hauptmann gekommen, Jurek heißt er. Der Hauptmann? Nein, der Willi, der Deutschmeister. Und weil auf meinem Glückszettel steht, dass ich einen Stein ins Rollen bringen werde, da habe ich mir gedacht, ich schicke den Marsch an Eure Majestät in einem Salzstangl. Aha, also diese Noten da in dem Salzstangl, die sind von diesem Deutschmeister. Nein, von mir. Bitte um Verzeihung. So, und den Brief in dem anderen Salzstangl, den hat dann auch Sie geschrieben? Nein, Majestät, den hat der Fritzl geschrieben. Weil man meine Schrift so schlecht lesen kann. Der Fritzl, so. Was ist denn das wieder für ein Fritzl? Das ist unser Lehrbub. Ach, dann habe ich also ein Autogramm von einem Lehrbub. Das ist auch ganz schön. Majestät, bitte nicht böse sein. Nein. Ich werde es bestimmt nie Nein. wieder tun. Und darf Nein. die Tante jetzt wieder die Salzstangen für Eure Majestät machen? Na ja, bitteschön. Soll sie es halt wieder machen. Ja. Ihre Salzstangen sind ja doch die Besten von ganz Wien. Danke, Majestät. Und kann die Tante dann auch wieder Hoflieferantin werden? Hoflieferantin? Mhm. Na ja, also wollen wir halt das auch noch bewilligen. Majestät? Kettel, ab morgen möchte ich wieder die Salzstangen haben, die ich früher gehabt hab, ja? Sehr wohl, Majestät. Aber kleines Fräulein, warum denn weinen, wo doch jetzt alles wieder in schönster Ordnung ist? Ich meine ja nur aus Freude, Majestät, weil alles stimmt. Wie,
Was heißt stimmt? Wieso? Majestät, sind der erste Mensch, dem ich mein Geheimnis anvertraue. Ah. Diesen Glückszettel habe ich bei uns auf einen Kirtag gezogen. Das heißt der kleine Papagei. Und alles, was draufsteht, ist bis jetzt in Erfüllung gegangen. Nur eine Frage. Bitte, Majestät. Wie alt sind Majestät? Wie ich? Wie alt ich bin? Kettel, wie alt sind wir denn? Hä? 78, Majestät. 78 stimmt nicht. 79. Es stimmt schon. Der Kettel, der hat mich nur um ein Jahr jünger machen wollen. Also, kleines Fräulein, es war sehr schön und hat mich sehr gefreut. Mich auch, Majestät. Oh, Verzeihung. Und bitte sagen Sie einen Gruß von mir, Ihrer lieben Frau Tante. Danke, Majestät. Also. Oh, Verzeihung, Majestät. Nicht winken! Hör zu! Oh, Verzeihung. Auf Wiedersehen. Herr Hofrat! Na? Also, wie war's? Alles in Ordnung. Aber bitte sagen Sie, er soll schnell fahren. Die Tante wird schon Angst um mich haben. Also bitte fahren Sie rasch, ja? Ich bin sehr. Tante! Stanzi! Wo kommst denn du her? Vom Kaiser! Du warst beim Kaiser? Ja, und er lässt dich recht schön grüßen. Mich? Ja. Und du kannst doch gleich ein Firmenschild bestellen. K&K Hoflieferantin. Oh, ich bin ja so glücklich. Und jetzt muss ich schnell zum Freiführer. Und zum Willi muss ich auch noch. Ich bin gleich wieder da. Mein Gott, wenn man dir so zuhört, dann wird man ganz schwindelig. Herr Hofrat! Herr Hofrat, der Tante wird schwindelig. Schnell helfen Sie. Ja. Auf Wiedersehen! Hoppala. Tante, er bleibt bei dir. Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Das habe ich doch bestimmt alles Ihnen zu verdanken. Dass das Hindernis leider wieder da ist? Das Geschäft? Ach, das ist doch jetzt kein Hindernis mehr. Wenn ich Hoflieferantin bin, dann bin ich für einen Hofrat fast standesgemäß. Ja, dann bestelle ich doch einfach die Verlobungsanzeigen. Frau Hoflieferantin, Hofrat, Hofwirt und Herr Hofrat, Hofwirt. Da, ein bisschen viel Hof. Zu viel? Willi, Willi, ich habe eine Neuigkeit für dich. Dein Marsch wird gespielt werden. Der Stein ist bereits im Rollen. So, na ja, wenn der Stein so weiterrollt, dann wird ja aus dir vielleicht doch eine sehr noble Dame werden. Wie meinst du denn das? Mir spielst du die Unschuld vom Land vor. Erzählst mir, dass du keiner Menschen hier kennst und dann? Dann rennst du schon am Vormittag mit fremden Männern herum und fährst im Fiaker spazieren. Aber Willi, du denkst doch nicht, dass ich... Was ich mir denk, ist meine Privatsache. Jedenfalls brauchst du dir um meine Zukunft keine Sorgen mehr zu machen. Ich mach mir um deine auch keine. Aber Willi... Bitte, Herr Hauptmann, wollen wirklich meinen Willi einsperren? Ob so ein Genie? Auf einmal ist er ein Genie. Gestern haben sie sich noch geärgert, dass er komponiert. Ja, bitte, gestern habe ich auch noch nicht gewusst. Nicht mal, was in dem Bursche steckt. Also lassen wir das. Ja. Aber heute möchte ich ja gar nicht mehr erlauben, dass er mein Geschäft übernimmt. Und vielleicht Leute rasieren muss, die überhaupt kein musikalisches Verständnis haben. Meinen Sie mich? Ja. Also, meine Herren, aufpassen. Morgen bei der Frühjahrsparade wird diese neue Marsch zum ersten Mal gespielt. Wieder ein schöner Schmarrn sein. Sie, sind Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen. Den Marsch spielen wir auf allerhöchsten Befehl. Du Willi, du wirst Augen machen. Die haben Sie Führer getroffen. Die hat mir erzählt, was die Stanze für dich gemacht hat. Das interessiert mich nicht. Ach, das wird dich schon interessieren, weil die... Achtung! Mit der großen Trommel. Jurek, ich hatte schlafen. Nein, Herr Feldwebel, jetzt bin ich aufgewacht. Du sag einmal, wieso kennt denn der Kaiser meinen Marsch? Ja, das ist es ja, was ich dir sagen wollte. Die Stanze war beim Kaiser.
gestern, wie wir sie gesehen haben. Und der Herr im Fiaker war der Hofrat Hofwirt, der ihr die Audienz verschafft hat. Okay. Und ich war so grob zu ihr. Wie kann ich das wieder gut machen? Noch einmal von Anfang. Aber bitte, Herr Feldwebel, etwas schneller, ja? Sonst wird es ein Wiegenlied. Was fällt euch denn ein? Ich dirigiere, wie ich will. Verstanden? Er soll dirigieren, wie er will. Ich reise euch schon mit bei der Frühjahrsparade. Du hast recht, die Leiter auch. Gehen wir, gehen wir. Stanzeli macht dich fertig. In einer halben Stunde kommt der Hofrat und holt uns ab zur Frühjahrsparade. Tante, fahr du allein. Warum denn? Was machst du denn da? Einpacken. Wir fahren nach Salzburg zurück. Ja, gefällt's dir denn nicht in Wien? Na, nimmer mehr. Aber Ferzel, was hast denn? Was ist dir denn über die Leber gerochen? Hm? Der Deutschmeister. Aber Kind, sowas darf man sich doch nicht so zu Herzen nehmen. Bei einem Soldaten darf man nicht eifersüchtig sein. Aber ich bin ja gar nicht eifersüchtig. Er ist eifersüchtig. Auf wen denn? Auf den Herrn Hofrat. Auf meinen Hofrat? Ich meine, auf unseren Hofrat? Ja, der spinnt. Der spinnt. Frau Meisterin, die ziehen alle schon auf das Exerzierfeld raus. Kann ich jetzt gehen? Ja, lass sie erst mal anschauen. Radium? Bitteschön. Fest ist er. Ja, sehr fest. Gestern sie. Ja, sehr fisch. Bitte, Frau Meisterin, welchen Hut soll ich denn nehmen? Soll ich den nehmen? Oder soll ich den nehmen? Von mir aus nehmen alle zwei, aber beeil dich, sonst kommst du spät. Jawohl, küsst die Hand, die Damen. Der Deutschmeistermarsch, der Wunsch seiner Majestät, heute zum ersten Mal gespielt wird. Wie heißt denn der Komponist? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass er ein Deutschmeister ist und dass er Willi heißt. Mhm. Rittmeister, der Mann ist sofort stillig zu machen, damit ich ihm danken kann. Jawohl, Majestät. Ich habe die Möglichkeit, den Deutschmeister sofort feststellen zu können. Das hören wir vom Moment drauf geht, steigen los. Sie, hallo, jetzt gehen Sie aber schon runter, gell? Ja. Das habt ihr mir gleich und dabei bleibt er oben stehen. Schöne Unverschämtheit. Oh, warte. Runter, bitte. Jetzt kommt die Fahne. Ja, da. Was? Die Fahne, ganz weg, die Fahne. Die Fahne, wo ist sie denn? Vorbei. Was ist schon vorbei? Ui! Na, sowas hat die. Jetzt geht die Pferde auch noch durch. Mein Lieber. Da macht man, also bitte Kaiser Wilhelm, wir haben überhaupt nicht von hinten gesehen und die Fahne gar nicht. Und deshalb habe ich die Leiter von Hitzing bis daher geschleppt. Ja.
Fräulein, seine Majestät möchte den Komponisten dieses Marsches danken. Ja? Wo ist er zu finden, bitte? Ich hole ihn gleich. Gesamt, ich danke die Dame. Was sagst du? Nanu, was denn das war? Willi, du sollst zum Kaiser kommen. Zum Kaiser? Ja, komm. Ach, das ist die Kleine, die den Brief in dem Seustang geschickt hat. Jetzt geht er auch noch zum Kaiser. Majestät, das ist er, der Wilhelm August Jurek. Das hat er sehr brav gemacht. Ich freue mich, dass meine Deutschmeister einen so schönen Regimentsmarsch haben. Ich glaube, den wird man noch in Jahrzehnten bei uns spielen. Bei uns in Deutschland auch. Gratuliere. Ich danke auch der kleinen Entdeckerin, ohne deren Mithilfe dieser schneidige Marsch wahrscheinlich gar nicht zu uns gefunden hätte. Danke. Wenn zwei Salzstangerl machen Weltgeschichte. Ja, aber meine Salzstangerl.